einen bekommen Popcorn, die anderen nicht. Was hier läuft, ist aber kein gemütlicher Kinoabend, sondern eine wissenschaftliche Studie. Die Frage, kann Kauen im Kino die Merkfähigkeit beeinflussen? Dass das so ist, glaubt Sascha Topolinski, Psychologe an der Uni Köln. Seine These, Popcorn essen verhindert, dass die Werbung hängen bleibt. Neue Produktnamen prägen sich nur dann gut ein, wenn der Mund sie nachsprechen kann. Jetzt hier im Kino geben wir den Probanden Popcorn und verhindern damit, dass der Mund unbewusst die Aussprache der Produktnamen mit vollzieht. Und wir testen dann in einer Woche, ob diese Probanden mit Popcorn überhaupt einen Werbeeffekt zeigen. Wenn die Testpersonen den neuen Produktnamen wiedererkennen, kann man das über die Haut messen. Ergebnis? Popcorn-Esser reagieren auf die Produkte aus der Kinowerbung kaum. Bei den Nicht-Essern dagegen gibt es ein starkes Signal. Diese Studie zeigt, dass wenn man Popcorn isst und dadurch den Mund beschäftigt und dann das Bauchgefühl und das Gedächtnis für Markennamen beispielsweise verschwindet, dass der Körper eine wichtige Rolle spielt bei der Entstehung von Gedächtnis für Namen beispielsweise. Und hier ganz spezifisch der Mund natürlich die Hauptrolle spielt. Bestätigt wird diese Erkenntnis beim Einkauf. Interessiert zeigen sich nur die Testpersonen, die sich die neuen Produktnamen gewissermaßen körperlich eingeprägt haben. Hier nur beim Kaufverhalten haben wir gefunden, dass Probanden, die kein Popcorn gegessen haben, einen Werbeeffekt gezeigt haben. Die kauften eher ein beworbenes Produkt. Aber Probanden, die Popcorn gegessen haben, zeigten diesen Werbeeffekt nicht. Eindrücke und Erlebnisse in die eigene Körpersprache zu übersetzen. Für Topolinski ist das die Grundlage von Verstehen und Erinnern, in der Werbung wie in der Kunst. Das Gehirn verarbeitet die Eindrücke, indem es sie nachempfindet. Und wenn sich der Körper dann noch entsprechend bewegt, verfestigt sich der Eindruck. Wir haben in einer Studie Probanden Gemälde anschauen lassen und sie angeregt, bestimmte Handbewegungen zu machen. Und wenn diese Handbewegungen zu den Malbewegungen passten, die der Maler beim Malen des Bildes gemacht hatte, dann mochten die Probanden diese Gemälde mehr. Topolinski vertritt eine neue Richtung der Psychologie, das Embodiment. Abstrakte Botschaften aufnehmen mit Hilfe von Körperbewegungen, etwa auch wenn Menschen miteinander kommunizieren. Der Popcorn-Versuch ist ein erstes Beispiel. Diese wie viele andere Experimente zeigen ja, dass der Körper eine ganz zentrale Rolle spielt bei der Bildung von Gedächtnis beispielsweise oder wie wir Situationen wahrnehmen und erleben. Noch, so Topolinski, hat die Werbeindustrie auf seine Forschungsergebnisse nicht reagiert. Eigentlich müsste die ja auf ein Popcorn-Verbot im Kino drängen. Doch Kino ohne Knabbern, das wäre auch für den Forscher kaum vorstellbar.